Thank you.
gemacht. Jetzt sollte ich uns hier Zugang verschaffen können. Dann lass uns schnell machen. Die Galliar werden nicht jedes Mal auf eine so improvisierte Tarnung hereinfallen. Tancred, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich habe allerhand über dich gehört und dachte, du wärst... nun ja... sorglos. Aber mir scheint, das ist ganz und gar nicht der Fall. Hat dich dein Überlebenskampf in der Wildnis diesen Ernst gelehrt? Oder bist du so gewissenhaft, weil es um Minfilia geht? Das ist nicht der Augenblick, Kriele. Doch, Tancred, bitte. Ich riskiere gerade Leib und Leben mit dir, um in ein galäisches Castrum einzudringen. Da wüsste ich gerne, woran ich bei dir bin. Genauso hartnäckig wie Alfino. Ihr habt noch mehr gemeinsam als nur dieselbe Ausbildung. Minfilia ist mir tatsächlich unersetzlich. Aber nicht in dem Sinn, wie du vielleicht vermutest. Vor 15 Jahren hat meine Fahrlässigkeit den Tod ihres Vaters verschuldet. Es war ein Unfall. Eine Gubu riss sich los und lief amok. Ich kümmerte mich um Minfilia, um es wieder gut zu machen. Auch wenn das natürlich nicht ging. Aber als sie heranwuchs und ihre Gabe zum Wohl anderer einzusetzen begann, da begriff ich, dass sie ein hohes Ideal vor Augen hatte. Das war kein kleines Mädchen mehr. Das war eine Kämpferin, die Respekt verdiente. Und ihr Ideal war auch das meine. Louisois, dem ich so viel zu verdanken habe, glaubte sofort an sie. Genauso wie die Mitglieder des Bundes. Sie trat für ihre Prinzipien ein und wir standen bedingungslos hinter ihr. Sie berührte unsere Herzen. Ich werde alles dafür tun, dass sie die Erfüllung ihres Traumes erleben kann. Danke, Tancred. Ich kann nun deutlich fühlen, wie viel sie dir bedeutet und will nicht weiter in deiner Vergangenheit bohren. Und du? Warum riskierst du dein Leben für Minfilia? Da gibt es nicht viel zu erklären. Du weißt ja, dass uns von Heidelin dieselbe Gabe geschenkt wurde. Aber uns verbindet noch viel mehr. Eine tiefe Freundschaft. Als ich nach Vals Untergang im Koma lag, hat Minfilia jeden Tag nachgefragt, ob ich schon aufgewacht sei. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich werde das genauso wenig tun. Dann lass uns gehen. Hoffentlich wird uns Heidelin den Weg weisen.